Sei bloß nicht zu nett. Wenn du nett bist, wirst du dich immer nur als guten Freund sehen. Die Netten sind immer die Letzten. Kannst du mit diesen Ratschlägen etwas anfangen? Fällt es dir leicht, damit aufzuhören, nett zu sein? Ein Arsch zu werden, der mit seiner Ellenbogenmentalität einfach auf andere scheißt? Ist das wirklich die Alternative? Nein, du bist hilfsbereit, zuvorkommend, treu und ehrlich. Dann brauchst du nicht einer von diesen Typen zu werden. Und du brauchst auch nicht mehr Alpha zu werden, um bei Frauen endlich als attraktiv wahrgenommen zu werden. Aber was soll ich denn tun, damit sie mich nicht mehr nur als den besten Freund sieht, sondern als einen Mann, der ihr Freund werden könnte? Als attraktiven Mann. Ich sage es dir. Mein Name ist Andy Friday und ich bin seit fast einer Dekade Flirtcoach für Männer und habe hauptberuflich tausende Männer dabei begleitet, Frauen zu entdecken, zu verführen und entlang des Weges tatsächlich die richtige zu finden. Und in diesem Video lernst du, wie du aufhörst, zu nett zu sein, aber ohne ein Arsch werden zu müssen. Das Geheimnis, das dir deine Lehrer, Eltern und Autoritätspersonen alle nicht erzählt haben, ist folgendes. Du bist nicht zu nett. Wenn jeder von uns netter wäre, wäre der Planet ein viel schönerer Ort. Die Lösung ist nicht, dich zu verstellen und jemand zu werden, der dir in jedem deiner Moleküle widerspricht. Und du brauchst kein Egoist zu werden. Jeder, der dir das Gegenteil sagt, ist selber verbittert und lag schon lange nicht mehr neben einer Frau, die er wirklich geliebt hat. Wenn wir uns aber immer wieder vor denselben Problemen sehen, Frauen, die mit uns nur befreundet sein wollen, Frauen, die sich bedanken, aber dir sagen, sie haben schon einen Freund. Wenn wir uns bei all diesen Dingen schlecht fühlen, dann fehlt uns eine andere Sache, und zwar Unabhängigkeit. Ich muss sagen, das ganze Programm hat mir sehr geholfen. Jetzt merke ich, dass ich die Auswahl habe, ob ich eine Frau, bei welchen Frauen ich weitergehen möchte, beziehungsweise bei welchen Frauen ich von vornherein sage, nee und schönen Tag noch. Ist einfach nur geil. Nett sein bedeutet, dass wir Gutes tun, in der Hoffnung, dass uns andere mögen. Es ist eine insgeheime Hoffnung. Sie geschieht ganz unterbewusst. Sie stammt aus der Zeit, als wir uns als Kinder noch ausprobiert haben. Erinnerst du dich? Als wir noch mit anderen gespielt haben, keine Probleme damit hatten, unsere Grenzen auszutesten und auf andere zuzugehen. Und dann hat irgendwann eine Autoritätsperson zu uns gesagt, hey, mach das nicht, sei nett. Und weil sie so aggressiv mit uns geredet hat, haben wir für einen kurzen Augenblick einen Liebesentzug erfahren. Und die Lösung, um wieder geliebt zu werden? Nett sein. Das heißt, nett zu sein ist inhärent mit einer erhofften Gegenleistung verbunden. Und das spürt jede Frau. Aber wir wollen geliebt werden. Wir wollen eine schöne Emotion, die uns unser Gegenüber geben kann. Was uns hier also wirklich fehlt, damit sie dir diese Form der Liebe auch geben kann, ist Anziehung. Und das Potenzial, Anziehung zu erzeugen, weiß ich aus Hunderten von Coachings mittlerweile, die hat jeder Mensch. Auch du. Was dahinter steckt, das bekommst du jetzt, denn das ist verdammt spannend. Was uns wirklich fehlt, ist die emotionale Unabhängigkeit, losgelöst von den anderen, uns selber gut zu fühlen. Wir brauchen nichts. Von niemandem. Ja, ich weiß, manche Dinge sind schön. Wir respektieren andere. Wir schätzen ihre Werte. Wir lieben Frauen. Aber wir sind auf niemanden angewiesen. Wir haben ein Herz und wollen auch nach diesem Herzen handeln. Und was sagt uns dieses Herz? Tue Gutes. Tue Gutes, aber sei dabei unabhängig. Und weil das so verwirrend ist, gibt es einen besseren Begriff, der diese Komponente der Unabhängigkeit mit umfasst. Und der Begriff lautet, sei gütig. Versuche nicht nett zu sein, versuche gütig zu sein. Erstens, in jedem von uns steckt dieser gütige König, der nichts von irgendjemandem braucht, aber dennoch Gutes tut. Der Unrecht sieht, für die kleinen Menschen einsteht, stark sein kann, wenn es sein muss, aber auch Gnade walten lässt. Diese Sucht nach der Bestätigung, Wärme und Liebe einer bestimmten Frau, die ist nicht real. Zweitens, das Einzige, was wirklich real ist, sind die Tausenden und Millionen von Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen, zu verführen und zu deiner Freundin zu machen. Diese Möglichkeiten gibt es. Jeden verdammten Tag ziehen sie an uns vorüber. Auf der Arbeit, die süße und intelligente Arbeitskollegin, die wunderschöne Frau, die dir auf der Straße entgegenkommt, beim Einkaufen, beim Spazieren,
beim Radeln oder beim Sport machen. Wir sehen sie ständig. Unzählige Möglichkeiten. Was uns Männern fehlt, ist lediglich das Gefühl, dass wir eine Frau ansprechen dürfen und in unser Leben einladen können. Und das Wissen, wie wir das machen. Dass es einen roten Faden gibt, wo du ganz genau weißt, was du ihr sagen sollst, dass du es ihr auch sagen darfst und dass sie es hören möchte. Dass es möglich ist, flirten zu lernen. Dass es möglich ist, dieser Mann zu sein, der die beste Version von dir ist. Diese Unabhängigkeit, die du schon längst hast, ist was wirklich real ist. Wie du als schüchterner Mann tatsächlich eine Frau ansprechen kannst und mit deinem Charakter attraktiv für sie wirst, das zeige ich dir im kostenlosen Erstgespräch. Wenn du schon immer mal jemanden wie mir alle Fragen stellen wolltest, die du so hast, persönlich und vertraulich, und du dabei erfahren möchtest, wie du dieser Mann werden kannst, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder hierhin. Ich würde dich sehr gerne in dieser Familie aufnehmen, damit du ebenfalls wie all diese Männer endlich glücklich und vielleicht auch wieder glücklich verliebt sein kannst. Und dann haben wir noch getanzt und eng umschwungen. Das war wirklich schön. Und dann hatte sie noch eine Überraschung für mich. Sie hatte mir einen Liebesbrief geschrieben. Plötzlich, dann war einfach fertig. Bei mir waren alle Dämme gebrochen. Ich habe etwa eine Viertelstunde nur geweint. Alles, was sich die letzten Jahre angetummelt, angestaut hat, war irgendwie weg nachher.